Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Wie fast immer erzähle ich euch nach dem Intro, was ich heute mache und wo ich heute bin. Puh. Ich bin heute unterwegs, joggenderweise, in der Nähe von Dasbach. Dasbach ist hier hinter dem Hügel, so drüber, im Taunus, nahe meines Wohnortes. Und ich habe jetzt gerade mal eine Stunde Zeit bis zu meinem nächsten Telefontermin. Der ist dann in der Stunde 5. Also jetzt nicht mehr in der Stunde 5, sondern dann, wenn die Stunde abgelaufen ist, 5 Minuten später, geht mein Telefontermin los. Und dann kann ich telefonieren. Und war die ganze Zeit so beschäftigt und so kacke eingespannt, dass ich keinen Sport machen konnte. Das hat mich so genervt. Und jetzt habe ich die Stunde bekommen. Und wie geil, geht so schnell laufen. Stell die Tapes ans Knie, Klamotten an, los. Jetzt bin ich eine Stunde unterwegs, das ist der Plan. Wie weit ist mir scheißegal. Hauptsache die Stunde mache ich voll. Und dann habe ich 5 Minuten zum Ausspannen, ob ich ein bisschen schwitze oder nicht. Und noch geschwitzt bin, interessiert am Telefon ja nicht. Hauptsache ich atme nicht so schwer. Und dann kann ich telefonieren mit dem Kunden. Sehr gut. Schlau eingefädelt, würde ich sagen. Naja, ich habe jetzt schon fast meine 2 Kilometer hinter mir. Und mal gucken, wie weit ich komme. Wenn ich so 8, 9, vielleicht 10 schaffe, ist alles cool. Jedenfalls die Stunde mache ich voll. Ich bin jetzt schon eine halbe Stunde im Feld unterwegs. Alles cool. Läuft super. Wetter ist gerade so okay. Wenn es ein bisschen wärmer wäre, wäre es doof. Aber es ist alles super. Sonne scheint einigermaßen, ist leicht bewölkt und ist ein gutes Joggingwetter. Deswegen freue ich mich auf die nächste halbe Stunde und dann habe ich es nämlich hinter mir. Saugeil. Heute noch laufen gewesen, hätte ich nicht gedacht vorhin. Gelegenheit am Schopfe gepackt und dann direkt zack, Sport gemacht. So muss man eingestellt sein, meiner Meinung nach. Dass wenn man die Gelegenheit bekommt, direkt zack, los geht's. Nicht lange überlegt, oh, soll ich oder soll ich nicht machen. Am Ende ärgert man sich sonst, dass man es nicht gemacht hat. Und eigentlich hätte man doch eine halbe Stunde, Stunde, dreiviertel Stunde oder so gehabt. War aber irgendwie zu träge und zu faul. Und wird immer dicker und müder und unbeweglicher. Das ist halt so. Ich bin jetzt bei gut 50 Minuten. Anstrengend. Aber läuft. Läuft okay. Die letzten 10 Minuten kriege ich noch hin. Logisch. Und dann habe ich gut 8,5, 9 Kilometer. Heute nicht so ein hohes Tempo gehabt. Aber reicht aus. Ich will einfach nur laufen, eine Stunde, dann habe ich es. In 10 Minuten ist es soweit. So, das war jetzt eine Stunde Jogging für mich. Bin wieder zu Hause angekommen. In 5 Minuten habe ich Telefontermin. Das heißt runterkommen, ein bisschen und dann telefonieren. Also ihr könnt auch Sport machen. Nutzt die Gelegenheit, jegliche Gelegenheit und dann wird alles gut. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.